Die beste Kampfsportart ist die, die dir am meisten Spaß macht. Genauso wichtig ist es, dass du dich wohlfühlst, sowohl mit der Trainingsgruppe als auch mit dem Trainer. Die Atmosphäre ist ganz, ganz wichtig. Ein weiterer Punkt ist natürlich immer die Erreichbarkeit. Was nützt es dir, wenn du eine Trainingsgruppe hast und musst jedes Mal 1,5 Stunden zum Training fahren und 1,5 Stunden zurückfahren? Da wirst du nicht lange motiviert an der Stange bleiben, sondern such dir etwas in deiner Nähe, in dem Trainingsbereich, in dem du dich wohlfühlst, das du gut erreichen kannst, so dass die Rahmenbedingungen auch wirklich angenehm sind. Du musst erstmal keine Gedanken darüber machen, ob du irgendetwas Besonderes mitbringen musst. Lange Beine, Athletik oder wie auch immer. Wichtig ist für die Wahl der Kampfsportart Spaß, Freude. Intrinsische Motivation hält dich dabei und alles andere kommt dann von selbst. Dass du, wenn du vielleicht ganz besonders kurze Beine hast, so wie ich, du dich natürlich dann mit diesen Dingen auseinandersetzen musst, wenn jemand sehr viel längere Beine hat, im Taekwondo oder im Kickboxen zum Beispiel, dann ist das so. Dann wirst du Lösungsmöglichkeiten finden, um auch das zu kompensieren. Die Motivation ist der wichtigste Punkt tatsächlich. Spaß und Freude. Um für dich die beste Kampfsportart herauszufinden, bieten wir immer das Probetraining an, eine Probetrainingswoche, so dass du in allen Bereichen einmal reinschnuppern kannst, ausprobieren kannst, dir das anschauen kannst. Lieber ist es uns natürlich immer mitzumachen, damit du für dich die beste Kampfsportart findest. Taekwondo, Kickboxen, Fitnessboxen, Krav Maga, Modern Anis, Eskrima, Hapkido und die Frauen-Selbstverteidigung. Für die Senioren bieten wir dann noch an ein Taekwondo-Training, das zielgerichtet auf die Altersstufe, auf die Altersgruppe ausgerichtet ist. Sturzprophylaxe ist da zum Beispiel das Thema, Reaktionsvermögen ist da das Thema. Dann bieten wir noch an die kleinen Helden, das ist ein Grundlagentraining, ein sich kennenlernen, ein Erleben des eigenen Körpers, das ist ein Training für die 3- bis 5-Jährigen.